Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Ich hatte vor 2 Wochen ein Shooting für die Firma Tuchfabrik und habe dann halt ein paar Fotos geschossen. War so ein 3-4-Stunden-Walk, wo ich halt so ganz viele Fotos auf der Straße gemacht habe. Bei dem Shooting habe ich diese beiden Objektive genutzt. Das ist mein Dream Team. Das ist das Sony 85mm 1.4 und das 24mm 1.4, ebenfalls G-Master, beide 1.4. Und wirklich richtig, richtig tolle Linsen. Ich habe auf beiden auch ein Polarpro Peter McKinnon Edition mit drauf, ND-Filter, die variabel sind und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Also bin sehr zufrieden, habe die jetzt beide mittlerweile ein Jahr oder so und komme eigentlich gar nicht mehr ab von den beiden Objektiven. Wie gesagt, ich habe zwar mehrere Objektive, aber das sind eigentlich so meine Traumobjektive. Mit dem hier hast du halt einfach ein sehr schönes, butterweiches Bokeh. Wenn du halt eine Person abtrennen möchtest, also den Hintergrund richtig blurry haben möchtest, ist das hier wirklich das Bokeh-Monster. Das ist meine To-Go-Linse. Ich liebe den 24mm-Look und hier kannst du einfach alles mitmachen. Wenn du dann Videos machst, kannst du hiermit auch sehr schön auch auf dem Gimbal arbeiten. Also dieses Objektiv sind wirklich mein Dreamteam. Ja, und bei diesem Shooting, welches ich euch gerade schon angedeutet habe, habe ich auch meine GoPro mitgenommen. Also ihr könnt gleich so ein bisschen behind the scenes sehen. Das war ein 4-Stunden-Shooting, wo ich durch Bremen ein bisschen gelaufen bin auf den Straßen und halt diese Fotos gemacht habe. Ich habe euch hier mal die Highlights zusammengeschnitten, auch so zwischendurch die Fotos dann präsentiert. Die sind alle mit meinen Presets bearbeitet. Falls ihr Interesse daran habt, habe ich sie unten einmal bei meinem Selfie-Link einmal verlinkt und würde mich natürlich riesig stolz machen, wenn ihr euch diese kauft und mir dann auch sagt, beziehungsweise zeigt bei Instagram, dass ihr sie auch mal genutzt habt. So, aber erstmal geht es jetzt hier ins Video hinein und in die Fotos hinein und viel Spaß. Okay, jetzt. Dreh dich so ein bisschen so zu mir, genau. Genau. Schau mal da so an mich vorbei. Perfekt. Wie sitzt man denn cool in der Stelle? Schau dich mal hier so rein. Ein bisschen näher, ein bisschen so, so genau. Super. Genau, einfach auf mich zukommen und jetzt drehen. Dann gehst du mal in die Richtung. Okay. Super. Und jetzt alle einfach auf mich zukommen. Vielleicht machen wir sowas wie Bremer Stadtmusikanten vielleicht. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Und zwar stellt sie sich hier drauf. Du musst sie halt nur am Anfang halt bis festhalten. Du setzt dich hier drauf und du stehst halt davor irgendwie sowas, weißt du? Okay, auf die Plätze, fertig und jetzt. Und jetzt freuen. Beide Hände, okay? Genau. Und richtig schreien wieder. 1, 2, 3, schreien. Sehr schön. Und mach so mit deinem anderen Arm. Guck mal. Mach mal so mit deinem Arm. Genau. Genau. Super. Und jetzt schaut euch mal beide an. Sehr schön. So, stopp. Nicht da annehmen, sondern genau so bleiben. Ja. Ja,
Na, so, so ist gut. Genau, so ein bisschen hochschauen ist gut. Na, schau mal nicht lächeln, sondern einfach nur eingebildet. Kann ich gut. Der Seite ist besser. Genau, schau mal so, genau, lehn dich mal so ein bisschen an und guck nach oben. Jetzt an mir vorbei. Setz dich mal dahin. Das ist nice. Genau. Und ruhig auch richtig so auf die gleiche Höhe. Aber mach mal so wie sie die Füße drauf. Genau. Nicht in die Kamera, oder? Einfach nur quasi an mir vorbeigucken. Und richtig böse, guck mal so richtig. Noch ein bisschen hier, mehr so hier in der Mitte, genau. So, genau. Schau mal darüber. So. Kannst du noch mal so ein bisschen, genau. Genau, das ist auch schon, wie ihr euch beide angeschaut habt, genau. Und jetzt könnt ihr kommen. Zu mir. Guck mal. Jetzt. Hier, komm mal. So. Ach, du meinst diese Spiegelung, meinst du so? Du und ich Dingen zeigen. Tausch mal die Plätze. Ja. So, genau. Ja. So. Schaut mal alle so zueinander, genau. Genau, das ist schön. Gelacht? Bleib so. Können wir mal rüber? Das ist besser. Wäre cool, wenn gleich deine Haare nochmal so ein bisschen wehen, genau. Danke. Ja. Super. Dreh dich mal wieder so, genau. Genau. Guck mal genau so.
Ja, das wollte ich machen. Du hast auch schon Hansa? So, das war's hier von meinem kleinen Shooting. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen möchtet, müsst ihr natürlich auch diesen Channel einmal abonnieren. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da kommen immer viele andere Sachen noch online und auch ein paar Stories und manche Dinge, die ich halt noch gar nicht hier erzählt habe. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ich dann von euch hören kann. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Peace.